Hallo liebe KiCad-Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video-Tutorial für die Version KiCad 6. Ja, hallo. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie man sich in KiCad 6 ein eigenes Template erstellt. So ein eigenes Template ist eine ganz vernünftige Geschichte, gerade hinsichtlich von Einstellungen, die ich dann immer wieder haben möchte, um zu vermeiden, dass ich da irgendwas vergesse oder falsch einstelle oder ich irgendwas anderes vergesse, bieten sich solche Templates an und ich möchte euch heute zeigen, wie man sowas erstellt. Als erstes habe ich jetzt mal hier unseren KiCad 6 Ordner geöffnet. Wir haben ja hier unseren Ordner eigene Templates. Ich öffne den mal, da haben wir jetzt hier erstmal im Moment noch nichts drin. Und ich habe hier zweitens noch einen weiteren Ordner geöffnet. Das ist jetzt hier bei mir unter Linux das Dateisystem. Und was wir als erstes brauchen, ist mal eine Template-Vorlage. KiCad bietet ja hier schon einige an. Also ich kann jetzt hier drauf gehen, auf Datei öffnen aus einer Vorlage. Dann haben wir ja hier schon die systemspezifischen Vorlagen, die also bei der Installation von KiCad mitgeliefert wurden. Und da kann ich mir jetzt also hier Verschiedenes auswählen. Und wir sehen hier unten, wo die liegen, in welchen Ordner. Das ist jetzt hier bei mir Unix System Resources Share KiCad Template. Die Windows-Leute müssten dann hier irgendwo ihren Windows-Ordner, ich sag mal C, Programmfiles, KiCad und da wahrscheinlich dann irgendwo unter Templates sollte das liegen. Falls ihr das nicht findet, dann schreibt mir das in die Kommentare. Dann gucke ich nochmal bei mir in der Windows-Installation nach, wo das genau liegt und würde es dann in einem kleinen Video nochmal zusätzlich zeigen. Und da wechseln wir jetzt mal hinein. Also wir haben jetzt hier Unix System Resources, USR. Dann haben wir hier Share und hier unter KiCad sollte dann unter Template sollten dann diese Templates liegen, die also mitgeliefert sind. Was wir hier noch sehen, ich zeige es gleich mal. Ich mache das mal so. Wir sehen, hier sind jetzt also in diesen Ordnern die mitgelieferten Templates, die also angeboten werden. Und was wir hier noch sehen, und das ist ganz hochinteressant, wir sehen jetzt hier zum Beispiel Worksheets, also KiCad-Worksheets. Und diese Worksheets, wer also jetzt, so wie ich es gestern gezeigt hatte in dem anderen Video mit dem Zeichnungsblatt-Editor, hier findet ihr auch nochmal zu diesen Zeichnungsblättern verschiedene ISO-Vorlagen. Ich mache es mal hier mit dem Zeichnungsblatt-Editor auf, das noch als kleiner Hinweis. Ich kann also hier drauf gehen, auf Öffnen, gehe dann hier nochmal in den Ordner USR Share KiCad und hier in Template, dann finden wir hier zum Beispiel auch diese ISO-Vorlagen, ISO 457 von 1999. Wenn ich die jetzt hier also mal öffne, dann sehen wir, haben wir jetzt hier ein anderes Layout. Auch das oder so ein Layout könnte man also nutzen als Vorlage für Projekte, wenn man nicht die Standard KiCad Schematik oder das Standard KiCad Zeichnungsblatt haben möchte. Hier findet ihr also dazu noch diese Vorlagen. So, das soll aber heute nicht das Thema sein. Wir nehmen uns jetzt mal hier einen einfachen Arduino Nano. Und zwar brauchen wir mal hier diesen Ordner. Ich gehe einfach mal drauf und sage kopieren. Und ich kopiere mir den. Ich kann diesen Ordner jetzt hier wieder schließen. Ich kopiere mir den mal hier in meine eigenen Templates hinein. Und zwar, wozu brauchen wir das? Wir brauchen das hier, um im Meta unsere HTML-Datei mal anzuschauen. Und dass wir die dann für unser Projekt auch anpassen können. Das macht es einfacher, als das alles komplett neu zu erstellen. So, jetzt wollen wir anfangen, unser eigenes
Projekt zu erstellen. Ich wechsle hier oben also in den eigenen Template und ich nenne das jetzt mal einen neuen Ordner. Ich nenne das jetzt mal My Template 6 für KiCad 6. So, dann schauen wir mal, ich mache den mal hier parallel mit auf. Ja, Moment, machen wir mal in einem neuen Fenster öffnen. Dann können wir hier parallel mal mit reinschauen, dann sehen wir das schöner. So, ich gehe also hier in My Template 6. Was wir als nächstes brauchen, ist diesen Ordner Meta, also neuen Ordner. Bitte genauso schreiben, wie er da steht, Meta. Und wir wechseln mal hier hinein, wechseln auch hier hinein und kopieren uns hier die Info-HTML rüber. Halt, nicht verschieben. Das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen sie kopieren. Machen wir es so, einfügen. Damit haben wir jetzt erst einmal unsere Grundlage geschaffen. Jetzt brauchen wir noch ein Icon-PNG. Das erstellen wir uns mit einem entsprechenden Programm. Windows könnt ihr jetzt Paint nehmen oder GIMP. Ich nutze hier das Programm Zeichnung. Wichtig bei diesem Icon ist jetzt hier, das darf nur ein Format von 64x64 Pixel haben. Dazu gehe ich jetzt mal hier rein, öffne hier bei mir im Linux Mint dieses Programm Zeichnung und ich sage, ich möchte jetzt hier ein neues Bild haben mit einer bestimmten Größe. Und da gebe ich jetzt hier ein 64x64 Pixel. Farbe nehmen wir hier keine, einen leeren transparenten Hintergrund, sagen erstellen. Jetzt wechseln wir hier mal mit Zoom möglichst weit hinein, das ist ein recht kleines Bild und ich gehe jetzt hier einfach mal her und platziere jetzt hier mal einfach einen Text, machen wir hier einfach mal Tom's Template. Hier einfügen, damit hätten wir das mal als ganz einfaches Icon abgespeichert. Wir brauchen das als PNG, also wir gehen auf Speichern oder Exportieren als. Wir gehen gleich hier in unser eigenes Template, My Template Meta und dann nehmen wir das hier Icon, na, nicht suchen, das wollen wir nicht. Wir wollen das jetzt hier icon.png nennen, speichern das ab und damit haben wir schon unser Icon hier erstellt. Wir sehen, auch der Name muss hier so lauten wie angegeben, icon.png. Und wir können jetzt also unseren Ordner schließen. Und wir öffnen jetzt mal ein neues leeres Projekt. Das speichern wir diesmal gleich in unserem Ordner eigenen Templates, My Template 6. Und wir nennen es auch gleich My Template 6. Nicht im Meta-Ordner, sondern jetzt hier eine Ebene höher. Und da speichern wir dieses gleich. Und wir haben jetzt unsere Grundeinstellungen vorgenommen und jetzt kann ich hier in diesem Template alle möglichen Einstellungen vornehmen, die ich gerne hätte. Ich möchte jetzt zum Beispiel mal mein Schaltungsblatt ändern. Dazu gehe ich jetzt mal her. Ich kopiere mir alles, was ich brauche, jetzt hier in diesen Template-Ordner mit hinein. Wir hatten uns ja jetzt hier dieses Mein Arbeitsblatt erstellt. Das kopiere ich mir mal hier in meinen Ordner mit hinein. Fügen das mal hier ein. Wir sagen jetzt nochmal mit F2 nennen wir es gleich um. My Template 6 KiCad Worksheet. Wir sehen, KiCad hat jetzt hier für die Dateien einen Unterordner angestellt. Das brauchen wir nicht. Wir
schneiden uns diese drei Dateien aus und kopieren die hier oben rein. Das ist eine Übungskünstlichkeit. Ich kann den Ordner jetzt wieder löschen. Ich brauche die hier auf dieser Ebene, wo die Meta liegen. Das ist wichtig. Wir haben jetzt also hier auch unser Template 6 Worksheet, also unsere Vorlage. So, jetzt müssen wir natürlich hier nochmal reinwechseln, das nochmal neu öffnen. So, damit haben wir jetzt unsere Vorlagendateien hier drin. Ich kann jetzt also meinen Schaltplan öffnen, kann jetzt hierher gehen als Seiteneinstellungen, hier meine Datei schon mal, meine Vorlagedatei hier mit reinnehmen. Wir sehen, wir haben jetzt also jetzt diese andere Vorlage. Ich speichere das hier gleich ab. Dann kann ich dasselbe nochmal für meine Einstellung hier im Leiterplatten-Editor nutzen. Das hier auch gleich nochmal erstellen. Wir speichern das Ganze ab. Dann kann ich jetzt hier zum Beispiel noch meine Firma eintragen. Als Beispiel, auch das speichere ich ab. Das tue ich hier ebenfalls im Schaltplan-Editor. Dann lege ich mir hier beispielhaft mal noch einige Netzklassen an. Wir haben also ja hier Default. Nehmen wir mal noch eine neue, nennen wir sie mal Power. Mit einer anderen Farbe vielleicht. Moment, halt, nehmen wir hier mal Power mit Rot. Dann können wir hier vielleicht noch, nennen wir es mal hier noch Signal anlegen mit der Farbe Grün. Ja, nehmen wir mal hier so ein bisschen dunkleres Grün und wir wollen das vielleicht noch hier als Strichpunktlinie haben. Können wir das hier uns anpassen. Wir können auch mal noch hier im Board Editor mal einige Breiten anlegen. Nehmen wir mal hier 1 mm, nochmal 1,2 mm. Dann können wir hier mal noch 0,8 mm anlegen. Vias können wir auch mal noch eine Größe anlegen, zum Beispiel mit 1,8 mm mit 1 mm Loch. Dann nehmen wir noch mal eine Größe mit 0,8 und 1,5 mm Loch. Wir könnten jetzt hier noch differenzielle Paare anlegen und so weiter. Ich kann mir jetzt hier alle möglichen Dinge einstellen. Ich muss das halt dann immer nur entsprechend abspeichern. Ich speichere mir das hier alles. Ich schließe das, wir speichern auch hier. Wenn wir alles gespeichert haben, können wir das dann hier halt. Ich mache mir noch von. Mache mir jetzt vielleicht noch einen Screenshot. Das sieht vielleicht auch ganz nett aus. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier einen Edge-Cut noch einfüge, machen wir hier nochmal einen Edge-Cut mit rein. Ah, nehmen wir heute mal einen runden. Nehmen wir also mal hier einen runden. Halt, nicht auf dieser Ebene. Wir müssen erstmal in Edge-Cuts wechseln. Machen wir mal hier als Vorlage noch einen runden Edge-Cut mit rein. Na. Nochmal das Ganze, also Edge-Cuts. Machen wir hier einen runden, weil ich halt runde Dateien erzeugen möchte. So, gehen wir hier mal auf zum Beispiel 50 mm. Das speichere ich mir jetzt hier noch ab. Kann hier das nochmal genau eingeben, indem ich jetzt sage, ich möchte hier also eine runde Platinen Edgecut Vorlage haben mit 50 mm exaktem Durchmesser. Auch das speichere ich mir noch ab
Und ich mache mir mal hier spaßenshalber ein Bildschirmfoto davon. Und zwar, ich möchte einen Ausnahmebereich wählen. Und da wähle ich also hier dieses Bild. Und das speichere ich dann hier in KiCad 6 mal ab. Kann ich das hier erstmal soweit schließen. Jetzt muss ich mir das hier noch dieses Bildschirmfoto, das nenne ich gleich mal um in brd.png für Board und sage, ich möchte das jetzt hier ausschneiden, eigene Templates, My Template und dann schmeiße ich das hier mit rein. Es gehört also hier mit in diese Meta-Informationsdatei hinein. Sehen wir auch hier, können wir noch mal kontrollieren. Wenn wir jetzt hier reinschauen, im Meta haben wir jetzt hier Board.png, Icon.png und unsere Info.html. Ich wechsle hier wieder zurück in meinen Meta-Ordner und jetzt gehe ich hier mit Rechtsklick auf meine Info.html und öffne das mal hier mit der Textbearbeitung und kann jetzt hier alles mal ein bisschen anpassen. Wir sehen also, ich mache das hier mal groß. Wir sehen hier oben den HTML-Head, den würde ich jetzt hier so erstmal nicht ändern, sondern den würde ich jetzt hier so lassen, wie er ist. Und als erstes könnten wir mal hier den Link rausschmeißen auf diese Bezeichnung Arduino. Das können wir hier mal weglassen. Dann schreibe ich jetzt hier einfach mal einen deutschen Text rein. Ja, dann was hier einfach mal mein erstes Template. Dann können wir hier mal noch den Rest rauswerfen. Dann kann ich jetzt hier noch, oder sollte ich vielleicht hier noch hinschreiben, was ich da drin gemacht habe. Also eigene Arbeitsblattvorlage, dann machen wir hier noch eigene Netzklassen und so weiter und so weiter. Hier trage ich also jetzt alles ein, was ich haben möchte, was ich hier drin geändert habe. Hier habe ich dann aufgrund dessen, dass ich ja diese Dateien gleich benannt habe, hier mein Board.png und mein Icon.png, haben wir hier gleich entsprechend unseren Screenshot, den wir hier drin haben. Hier unten machen wir natürlich noch die Anpassung auf 22 Tom. So, damit hätten wir das jetzt einfach mal angepasst. Das könnt ihr dann euch hier austoben. Ihr könnt diese HTML-Datei natürlich auch mit LibreOffice weiter bearbeiten oder mit anderen Editoren. Ich nehme hier eine einfache Textbearbeitung. Da kann ich mich jetzt austoben, kann jetzt hier alles eintragen, was ich da drin gemacht habe, was da drin vorliegt und was geändert wurde und so weiter und so weiter. Ich speichere das jetzt einfach mal hier an dieser Stelle ab. Das soll hier mal genügen. Mal schließen. So, damit haben wir das jetzt soweit erstellt. Wir wechseln nochmal hier oben in unseren oberen Ordner. Wir brauchen hier diesen Template 6 Pro Ordner, brauchen wir jetzt erstmal hier nicht mehr. Die beiden können wir mal rausschmeißen. Auch den Backup-Ordner. Der sollte jetzt mal hier verschwinden. Und wir haben jetzt unser sauber erstelltes Template. Ich schließe das Ganze mal und jetzt gehe ich mal hier auf KiCad
und sage jetzt hier Datei öffnen aus einer Vorlage. Wir sehen Benutzervorlagen. Oha, immer noch nichts. Warum nicht? Weil wir hier unten jetzt unseren Pfad noch in den Local Share KiCad Template Ordner haben. Deswegen müssen wir hier unsere Pfade noch anpassen. Deshalb, wir gehen mal hier auf Einstellungen, dass er da automatisch unsere Templates nutzt. Das ist hier dieser Ordner, also KiCad User Template Directory, und der liegt jetzt hier noch auf Punkt Local Share KiCad 6.0 Template. Ich zeige euch auch gleich nochmal diesen Ordner hier. Ich kopiere mir den mal raus. Ja. Und öffne den mal hier im Explorer oder im Dateimanager. Wir sehen, da ist nichts drin. Ich könnte jetzt mein Template auch hier drin ablegen. Und wenn ich hier eine Ebene höher gehe, dann sehen wir hier im Prinzip, wird von KiCad unter Local Share KiCad 6.0 werden hier auch Footprints für eigene Footprints angelegt. Projekte, ihr könntet jetzt theoretisch auch eure Projekte hier drunter ablegen. Ich empfehle das aber nicht. Wir hatten uns ja hier extra unsere eigene Ordnerstruktur angelegt. Und die würde ich auch so beibehalten, schon alleine aus dem Grund, weil das hier ein versteckter Ordner ist. Und ihr müsstet dann jedes Mal erst hier im Dateimanager verborgene Dateien anzeigen, öffnen, dass er hier in den Ordner reinkommt. Und könntet dann hier eure Footprints und Symbole auch ablegen. Wie gesagt, ich empfehle es nicht. Wir hatten uns ja hier diese Vorlage angelegt. Und da ist das meiner Meinung nach besser aufgehoben. Wer es möchte, kann es natürlich auch hier seine ganzen Sachen ablegen unter diesem Local Share Ordner. Gut, das nur dazu. Ich mache das hier mal zu. Wir passen den jetzt mal hier an, indem wir hier drauf gehen und sagen KiCad 6 eigene Templates öffnen. Okay. So, und wenn ich jetzt hier auf Datei neu aus Projekt erstellen gehe und gehe auf die Benutzervorlagen, dann haben wir einmal das, was wir hier reinkopiert hatten. Das braucht man natürlich nicht, können wir dann wieder löschen. Und wir haben jetzt hier, ich mache es mal größer, sehen wir jetzt also unsere TOMS Template Benutzervorlage. Wir sehen jetzt hier, was ich schon in der HTML-Datei entsprechend angepasst hatte. Wir sehen auch hier unseren Screenshot vom Board mit diesem runden Edge Cut, der da schon vorweg drin ist. Und wir sagen jetzt hier OK. Wir gehen dann hier in unseren Projektordner und nennen das Ganze mal Test mit neuem Template als neues Projekt. Wir öffnen das Ganze und können jetzt mal als erstes den Schaltplan-Editor öffnen. Wir sehen hier, unser Worksheet ist auch mit rüber kopiert worden. Unsere Vorlage, wenn ich die jetzt hier mal öffne, dann sehen wir, leider ist das hier noch ein Problem in KiCad. Er übernimmt jetzt hier noch das My Template 6 Worksheet als Name und weicht dann halt nicht speichern, abbrechen und weicht dann auf das Standard-Worksheet von KiCad aus. Das heißt, wir müssten jetzt hier, dieser Dateiname wird nicht mit angepasst, obwohl er mit, wir sehen es hier in der Dateiübersicht, mit neuen Namen hier mit rüber kopiert wurde. Deswegen, wer das haben möchte, der müsste dann halt einfach hier mal drauf gehen und das hier noch händisch ändern. Dann haben wir auch unser eigene Worksheet-Vorlage. Warum das jetzt hier so nicht out of the box funktioniert, erschließt sich mir auch noch nicht ganz. Da müsste ich nochmal nachschauen, was sich da dahinter im Einzelnen genau verbirgt. Das Ganze wiederholt sich dann hier auch, na komm her, auch beim Leiterplatten-Editor. Auch da haben wir leider hier diesen Fehler. Aber wie gesagt, das ist das Einzige. Den können wir hier entsprechend gleich mal anpassen noch. Was aber übernommen wurde, sehen wir hier unseren Eintrag da. Firma, das ist hier schon fest drin. Das hat er also gemacht aus dem Template. Wir sehen auch, der runde Edge Cut ist schon hier in der Vorlage mit drin. Wir sehen auch jetzt hier die Einstellungen zu den Leiterbahnenbreiten, die ich hier vorgenommen hatte. Wir sehen auch hier die verschiedenen VIA-Größen, die ich eingestellt hatte. Und wir können uns auch nochmal hier anschauen, die Netzklassen, auch hier Power, Signal,
sind hiermit entsprechend übernommen worden. Ich speichere das jetzt mal ab. Das Einzige ist, wie gesagt, dieses Worksheet, dass das nicht funktioniert. Das wundert mich ja an dieser Stelle ein bisschen. Wenn da jemand vielleicht die Fehlerursache kennt oder eine Lösung hat, dann schreibt es mir bitte in die Kommentare. Hier auch nochmal gezeigt die Netzklassen, die ich angelegt hatte, hier mit den verschiedenen Farben und so weiter. Diese ganzen Einstellungen sind also jetzt hier aus dem Template übernommen worden und damit habe ich meine Vorlage sofort dargestellt, die ich brauche für ein neues Projekt, und damit habe ich auch dann entsprechend sofort meine ganzen Einstellungen immer verfügbar und muss das hier nicht händisch bei jedem neuen Projekt von vorne alles eingeben. Das empfehle ich, sich da mal so ein Grundtemplate zu erstellen, wo so diverse Grundeinstellungen, die man also immer braucht, drin sind. Das empfiehlt sich an dieser Stelle. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.